Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Kollegin Ferschel, bei Ihrer Rede, Gratulation zur ersten Rede, sie hört jetzt gerade nicht zu, aber ich gratuliere herzlich zur ersten Rede. Allerdings muss ich sagen, bei dem, was sie gesagt hat, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, um das alles richtig zu stellen. Deswegen versuche ich mich auf meine eigenen Ausführungen zu beschränken und darf das als Korrektur gleich anmerken. Das Schreckgespenst, was Sie hier gemalt haben von den Befristungen, ist mitnichten der Fall. Und ich schicke ganz deutlich vorweg, bevor ich jetzt mit Zahlen komme, dass wir natürlich von unserer Seite aus, von der Unionsseite aus, auch lieber sehen, dass wir unbefristete Beschäftigungsverhältnisse haben und dass kein Missbrauch damit betrieben wird. Das steht komplett außer Frage. Aber schauen wir uns mal die Zahlen im Genauen an. Wenn wir von allen Beschäftigtenverhältnissen ausgehen, haben wir lediglich eine Befristungsquote, die zwischen 7 und 8% liegt. Das heißt, wir reden hier nicht von einer überwiegenden Befristung von Arbeitsverhältnissen, sondern wir sind damit weit unter der Hälfte. So, Sie haben es eben anders dargestellt. Von diesen, ich sage jetzt mal ungefähr 8%, sind über 50% im öffentlichen Dienst angesiedelt und damit auch etwas unter 50% in der Privatwirtschaft. Also da das Schreckgespenst Richtung Privatwirtschaft aufzubauen, das passt auch schon nicht. Und zur Kenntnis muss man auch nehmen, dass im öffentlichen Dienst auch der Bereich der Wissenschaft mit berücksichtigt ist, wo auch ein Großteil von befristeten Arbeitsverhältnissen zu finden ist. Da sind wir in der letzten Legislaturperiode auch schon tätig geworden mit unserem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, um da auch bessere Regeln einzuführen. Wir können also feststellen, dass wir von den Zahlen her eigentlich eine konstante und wenn sogar eher fallende Tendenz bei den befristeten Beschäftigungsverhältnissen haben. Zu verschweigen darf man auch nicht in diesem Zusammenhang, dass die Übernahmequote doch mit über 40% recht beachtlich ist. Und da kommt den Befristungen auch eine Funktion zu, die man auch nicht außer Acht lassen darf, die Brückenfunktion hin von Arbeitslosigkeit hin auf den ersten Arbeitsmarkt. Das bestätigt selbst das IAB, und das sollten Sie zur Kenntnis nehmen, das ist doch eine sehr neutrale Stelle, die das behauptet. Darüber hinaus brauchen wir in unserem Wirtschaftsleben einfach auch das Flexibilisierungsinstrument der Befristungen, auch wenn Sie das in Abrede stellen. Es geht dabei nicht nur um Auftragsspitzen, die wir abdecken, sondern alleine auch um die Themenfelder, wenn man mal sieht, dass wir den Arbeitnehmern auf der einen Seite Flexibilisierung ermöglichen durch Elternzeit, durch das Recht auf Teilzeit, was wir einführen wollen. Dadurch entstehen neue Notwendigkeiten, auch befristete Arbeitsverhältnisse zu begründen. Das muss man auf jeden Fall schon mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn man auf der einen Seite Flexibilisierungsinstrumente schafft, kann man es auf der anderen Seite nicht komplett abschaffen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man die sachgrundlose Befristung als ein Flexibilisierungsinstrument hat, was einfach mal unbürokratisch ist. Und ich betone unbürokratisch, dass man einfach für einen bestimmten Zeitraum einmal als Arbeitgeber auch Ruhe haben kann, dass man weiß, man braucht eben mal nichts zu dokumentieren. Und in dem Zusammenhang ist es auch richtig und wichtig, dass wir diese Instrumente erhalten, sicherlich vielleicht auch mit gewissen Korrekturen, so wie wir es vereinbart haben, wenn wir es dann auch umsetzen können, was auch Kettenbefristungen betrifft. Und ich denke, dass das alles Argumente dafür sind, mit denen man einfach auch das Schreckgespenst der Befristungen etwas abmildern kann. Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung einer Kollegin von den Linken? Gerne. Bitte sehr. Herr Oehlers, wir beide haben ja schon öfter über sachgrundlose Befristungen gestritten. Und wenn ich Sie höre, muss ich natürlich jetzt auch gleich wieder was dazu sagen. Meine Kollegin hat von jüngeren Befristungen getroffen. Und bei jüngeren Befristungen ist es ganz einfach so, die haben die meisten Befristungen und auch die meisten sachgrundlosen Befristungen. Und da ist es richtig, dass es 50% sind. Sie reden von Durchschnittszahlen. Und es gibt eine Kaskade. Je älter man ist, desto größere Chancen hat man natürlich auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Aber junge Leute haben das nicht, und das ist ganz einfach richtig. Und das Zweite ist, wie ich finde,
Wie können Sie die Möglichkeit, dass man flexibel mit Elternzeit, Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit damit umgehen und damit begründen, man braucht das noch? Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, dass es früher in Betrieben mal sowas gegeben hat wie Springer. Die hat man vorgehalten, um genau solche Sachen aufrechtzuerhalten. Und zu sagen, das geht nur mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen, das ist einfach nicht richtig. Da muss man anfangen, ein bisschen zu denken, was man machen kann. Und da findet man Lösungen, die aber nicht in Befristungen liegen. Frau Kollegin Krämann, wenn Sie das letzte Argument ansprechen, man darf Elternzeit, Teilzeit auf der einen Seite nicht als Begründung heranziehen, um befristete Arbeitsverhältnisse zu begründen, da muss ich Ihnen ganz deutlich widersprechen. Was erwarten Sie denn bitte schön von den Arbeitgebern, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte ein Recht auf Teilzeit, ich möchte Elternzeit in Anspruch nehmen, ich sehe die Zeit, die ich jetzt, ich sehe als Arbeitgeber die Zeit, wie lange dieser Arbeitnehmer ausfällt, ja, dann ist doch klar, dass man als Arbeitgeber jemanden einstellen möchte, der auch für diese Zeit reinkommt. So groß sind auch nicht alle Unternehmen, dass sie das mit Springer auffangen können und sowas vorhalten können. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Und Sie geben mir damit auch vielleicht die Gelegenheit zu sagen, es gibt in der Tat allerdings auch andere Beispiele. Sie kennen das vielleicht schon aus meinem Wahlkreis. Ich bringe es gerne noch mal zur Kenntnis, dass der Landrat im Kreis Heinsberg seinerzeit mal hingegangen ist und gesagt hat, ja, wir hatten 4 Beschäftigte, die befristet beschäftigt waren in der Kreisverwaltung, allerdings Sachgrundbefristungen waren das, weil das alle Schwangerschaftsvertretungen waren. Irgendwann, das wurde wiederholt, wurden da diese Mitarbeiter befristet, Sachgrund befristet, um Schwangerschaftsvertretungen ausgleichen zu können. Irgendwann ist er dann hingegangen und gesagt, Mensch, das habe ich ja so oft, haben wir das verlängert, jetzt müssen wir den Leuten doch auch die Möglichkeit geben, eine Festanstellung zu bekommen, weil ich hier in dem Haus sehe, den Bedarf habe ich offensichtlich. Hat er das gemacht? Die erste Kritik, die dann natürlich aus dem Kreistag kam, kam von der Opposition. Ich muss jetzt dazu sagen, da ist die CDU jetzt nicht dran beteiligt an der Opposition. Und es war auch Ihre Fraktion dabei, die da behauptet haben, naja, da würde jetzt der Personalhaushalt aufgebläht. Also man kann es Ihnen offensichtlich auch nicht recht machen an der Stelle. Das muss man dann auch mal ganz deutlich dazu sagen. Und wenn Sie die jüngeren Beschäftigten ansprechen, dann muss ich auch dazu sagen, wenn Sie sich diese Kurve der Alterskurve anschauen, dann ist, da gebe ich Ihnen recht, dass natürlich die jüngeren Arbeitnehmer sehr hoch in der Befristung sind, aber im Moment eine Quote von ungefähr 23%. Vor einigen Jahren, da lagen wir noch bei 28%. Und die Kurve nimmt aber in den jeweiligen Altersstufen, die in diesen Diagrammen angegeben sind, aber auch drastisch ab, sodass wir in Altersstufen, die weit Richtung Rentenalter gehen, zu einer Zahl kommen, die bei 2-3% liegt. Und da sehe ich in der Tat keinen Missbrauch. Ich denke, dass damit die Argumente gebracht sind und vor allen Dingen Ihren Vortrag entkräften. Wir brauchen die Flexibilisierungsinstrumente, wenn man auf der anderen Seite auch den Arbeitnehmern berechtigte Instrument an die Hand geben will, um Elternzeit, um Pflegefälle auch abfedern zu können, ist das überhaupt keine Frage. Aber da muss man auch mit gleichem Maß messen und auf der anderen Seite auch Flexibilisierungsinstrumente ermöglichen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gabi Hiller-Ohm für die SPD-Fraktion.